Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute nicht nur das Fremdrentengesetz, ein Gesetz, das einst geschaffen wurde, um jeden Menschen eine Altersvorsorge zu sichern, die ja übergesiedelt sind, die geflohen sind in die Bundesrepublik. Wir diskutieren heute vor allen Dingen auch, ob die politischen Entscheidungen der Wende- und Nachwendezeit gerecht waren. Man sollte dabei zunächst wissen, dass unser herkömmliches Rentenrecht einem völlig anderen Selbstverständnis unterliegt als das Fremdrentenrecht. Wir reden hier wirklich über zwei sehr grundverschiedene Dinge. Und die gesetzliche Rente ist zunächst einmal am Lohn orientiert und sie wird auch über Beiträge finanziert. Rente ist Ausdruck dafür, wie lange und wie viel wir im Leben gearbeitet haben, aber auch welchen Beruf wir ausgeübt haben. Und beim Fremdrentengesetz ist das eben komplett anders. Es regelt, unter welchen Voraussetzungen DDR-Übersiedler, aber auch andere Gruppen wie Spätaussiedler und Vertriebene eine Rente für ihre im Ausland erbrachten Arbeitszeiten erhalten. Nun war Deutschland damals in zwei Staaten geteilt und die Bundesrepublik hatte keinen Zugriff auf eingezahlte Beiträge in die Sozialversicherung der DDR. Einer späteren Rente in der BRD standen also keine Rentenbeiträge aus Zeiten der DDR gegenüber. Deshalb wurde eine Regelung fernab unseres lohn- und beitragsfinanzierten Rentensystems geschaffen mit dem Fremdrentengesetz. Man hat, mein Kollege Peter Weiß hat es erst schon sehr ausführlich auch geschildert, fiktive Tabellenwerte geschaffen, sozusagen eine fiktive Erwerbsbiografie dem Ganzen zugrunde gelegt. Und in der jährlichen Renteninformation konnten die entsprechenden Personen ablesen, auf welchen Betrag sich ihre spätere Rente einmal belaufen wird. So, und jetzt diskutieren wir regelmäßig, welche Veränderungen der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung für Ost und West mit sich brachten. Aus individueller und persönlicher Sicht, ich denke, da sind wir uns alle einig, sind viele Forderungen nachvollziehbar, auch bei der Rente. Man hat unter schwierigsten Bedingungen sein Land verlassen, man ist geflohen, man hat vieles hinter sich gelassen, man hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, man hat dann letztendlich viele Jahre in der Bundesrepublik gelebt und sich auch eingelebt. Und man hat natürlich seine jährliche Renteninformation erhalten, aus der letztendlich auch die Information hervorging, worauf man später setzte. Doch es muss auch klar sein, meine Damen und Herren, dass die Zusammenführung zweier Staaten eben auch eine Einheit im Recht mit sich zieht. Wir machen nicht Politik für besondere Gruppen, für einzelne Personen. Wir versuchen, eine bestmögliche Politik für alle zu machen und das auch in der Gesetzgebung abzubilden. Es war deshalb richtig, Regelungen zu schaffen, nach denen das höchstmögliche Maß an Gleichbehandlung erreicht wurde. Ich möchte hier sowohl auf den Reformbedarf bei der Rente im Allgemeinen als insbesondere auch beim Fremdrentengesetz hinweisen. Alle im Fremdrentengesetz definierten Gruppen waren durch diese Reformen, die damals durchgeführt waren, erfasst. Hier jetzt eine Rückkehr zum alten Fremdrentenrecht zu fordern, beispielsweise die 100% bei den Tabellenentgelten, schafft aber eben neue Ungerechtigkeiten. Es wäre eine Besserstellung gegenüber jenen, die damals als bundesdeutsche Einheimische in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlten, und es wäre auch gegenüber allen, die im Fremdrentenrecht erfassten Personengruppen waren, eine deutliche Bevorzugung, die heute lediglich von 60% dieser Tabellenentgelte profitieren. Der Gesetzgeber schuf also mit der Rentenreform der frühen 90er Jahre eine gute und vor allem eine einheitliche Alterssicherung für alle Menschen in Deutschland. Und vor diesem Hintergrund, meine Damen und Herren, sind auch die im heute diskutierten Antrag formulierten Punkte eben nicht überzeugend. So galt die jährliche Renteninformation als Information. Aus ihr erwuchs kein tatsächlicher Leistungsanspruch. Geschützte Anwartschaften entstehen nur durch Beitragszahlungen. Das ist beim Fremdrentengesetz eben nicht der Fall. Und entscheidend und rechtlich bindend ist einzig und allein der Rentenbescheid. Auch werden die Menschen, wie es oft immer wieder auch gesagt wird, eben nicht zu Bürgern der DDR gemacht. Durch ein einheitliches Rentensystem wurde niemand zum DDR-Bürger gemacht. Niemand wünscht sich den Unrechtsstaat DDR zurück, und wir sind seit der Wiedervereinigung glücklicherweise eine Nation.
Abschließend, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss deshalb festgehalten werden, dass wir in vielen Beratungen uns natürlich intensivst auch mit dieser Problematik wie auch mit vielen anderen Problematiken im Rentenrecht auseinandersetzen und auseinandergesetzt haben. Wir und auch unser Koalitionspartner sieht in der bestehenden Rechtslage die bestmögliche und gerechteste Lösung für alle. Änderungen in jedweder Form würden neue Ungerechtigkeiten schaffen. Und aus diesem Grunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden wir diesen Antrag heute ablehnen. Vielen Dank. Dankeschön. Damit